Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der dritten Staffel Reloaded von American Truck Simulator. Wir befinden uns hier in Nakina, in Ontario. Alter, what the fuck? Und heute liefern wir, beziehungsweise heute, also wir haben eine Route, die knapp 2000 Kilometer lang ist, die bis nach Louisville, Kentucky führt. Wir fahren 38.000 Pfund Ethan, bekommen 50.000 Dollar dafür. Ich trinke mal kurz einen Schluck und dann legen wir mal die Strecke fest. Zum einen, wo wir hin müssen. Wir fahren ja an verschiedenen Orten vorbei, wo wir nochmal rausgucken wollen, um herauszufinden, ob wir dort einen LKW bekommen können. Also einen, ich weiß gar nicht, was wir nennen, den wir entdecken müssen, damit wir den Mac bekommen. War das der Mac? Ja, das war der Mac. Gott, oh Gott, ich komme schon ganz durcheinander wieder hier. Und dann außerdem noch, wo wir halt Pause machen, ne? Also, damit wir halt quasi diese Folge ungefähr, also halt zum einen zwei teilen und beenden, so nach knapp 1000 Kilometern. So, dann wollen wir mal schauen. In der China war nix. In Dallas, da fahren wir schon direkt dran vorbei, das haben wir als irrelevant. Können wir den anderen mal noch mitnehmen. Milwaukee gab es nix. Chicago. Fahren wir kurz hier raus. Indianapolis. Fahren wir auch nochmal hier raus. Und in Louisville gibt es nichts. Dann gucken wir mal, wo ungefähr die Hälfte der Strecke ist. Heidewitzka. Sagen wir mal sogar kurz vor Milwaukee. Sprich, wir halten hier in Milwaukee, machen direkt beim ersten Spot, Stop, eine Pause. Sprich, wir haben heute eine etwas schnellere Folge und fahren viel in der nächsten Folge. Gut, fahren wir halt zwar auch viel, aber wir halten auch viel an, weil wir natürlich auch innerorts sind und so weiter und so fort. Dann, wieso bin ich jetzt im sechsten Gang? Achso, weil ich weiß wieder warum. Ich wollte den Scheibenwischer anmachen. Wie gesagt, für eine etwas, das ist wieder warm hier. Holy shit. Eine etwas längere. Mal so, als ob wir da jetzt nicht leicht drüber gefahren sind. Sprich, wir fahren erstmal kurz nach Amerika rein und dann ja, geht es weiter Richtung Milwaukee, um dort dann die Folge zu beenden. Scheinbar haben wir keinen 12-Gang sondern eher ein, oder doch, haben wir kein 18-Gang-Getriebe, so, sondern nur ein 12-Gang-Getriebe in diesem Kenworth. Nö.
wollen wir mal zur Grenze fahren. Bisschen durch den Regen, wobei der Regen wird gerade auf, wie ich sehe. Können wir den Scheibenbeschleuniger bereits ausstellen. Ich sagte ausstellen. Verwirrt hier. Oh Gott, jetzt bin ich auch noch verwirrt. Du wärst noch hier verwirrt gemacht von dem Scheibenwischer. Das ist natürlich auch mal wieder super. Da muss ich aufpassen. Die Flasche ist halb offen. Bloß keine hektischen Bewegungen machen. Höher, Tempomat auf 90 und den Rest können wir wieder ein bisschen Gas geben. Wobei wir bleiben einfach bei 90. Wir fahren ja doch noch relativ viel Highway, dann kann ich währenddessen, während wir hier mit der Cruise Control fahren, kann ich mir dann auch nochmal die Flasche versuchen, zumindest gerade mal mit einer Hand aufzumachen. Wobei das. Zum Glück ist es nur Wasser, also wenn es verschütt geht, ist es nicht halb so wild. Großen 900 Kilometer, ja, das läuft auch. 1000, knapp 1300 Meilen sind es. Wie gesagt, 50.000 für Ethan. Ist das Ethan oder war es Ethanol? Das war Ethan, 98.000 Pfund. Nicht ganz so viel. Eine Hand jetzt auch noch hier bremsen und runterschalten. An den Blick kommen wir jetzt gerade nicht mehr dran. Hä? Okay, kurz zwischen die. Eben meine Seitenseiten wechseln. Irgendwas vorlassen. Flasche ist wieder verschlossen. Ah, wunderbar. Dann kann es ja jetzt nur noch gen Amerika gehen. Ich habe wieder angefangen mit To-Do-Listen. Beziehungsweise wieder angefangen mit einer. Ich weiß gar nicht mehr, wie die App heißt oder die Webseite heißt. Mir To-Do-Listen zu erstellen. Ich habe, glaube ich, es sind noch nicht alle Sachen dabei, aber ungefähr 80 Tasks nur für den Kanal bis Ende März. Ne, Moment, war das Mai? Mai war das. Scheiße. Natürlich bis Ende März. März ist ja schon lange vorbei. Seit mittlerweile 28 Tagen. Also den Mac, den können wir uns safe call holen. Wir haben ja gleich 180 drauf. Was heißt gleich? Wir haben ja nach diesem Auftrag 180.000 um den Dreh. Dann müssen wir halt nur noch den Mac uns kaufen können. Und dann haben wir unseren eigenen LKW. Ja, schön über die Landstraßen, über die Highways. Leider nur einspurig, zweispurig wäre noch angenehmer, dann könnten wir wirklich mit 100 km pro Stunde Richtung Amerika fahren, aber gut, ist halt wie es ist, ne?
Oh, da geht's aber ordentlich bergauf. Da darf ich hinterher kriechen. Ich kann den Warnblinker eigentlich schon mal anstellen. Ich glaube, so einen starken LKW haben wir nämlich nicht. Weil wir den Berg da hoch kriechen können. Dann geben wir jetzt schon mal ein bisschen Gas, bevor der Berg beginnt. Dass wir nochmal mit Maximum Speed hochfahren können. Mit viel Glück haben wir uns aber auch den Mac dann auch sogar direkt schon tunen. Die Frage ist, wir können auch uns den Mac CHU Pinnacle kaufen. Die Frage ist, wollen wir den Mac Titan nehmen oder den Mac CHU Pinnacle? Wir können es beides machen. Ja. Ich würde sagen, ich mache einfach mal eine Abstimmung. Ihr könnt oben rechts auf dem Ida abstimmen. Abstimmung läuft so lange, bis wir den eigenen uns den kaufen können. Also mindestens 2 Wochen. Oder ungefähr 1,5 Wochen, sagen wir mal, läuft die Umfrage. Also schon oben rechts auf dem I ab. Darf ich noch nicht vergessen einzublenden. Ne? So, es geht gleich auf Interstate oder auf dem Freeway. Ich habe keinen, was ich schon mal. So, Tempomat auf 104 Kilometer pro Stunde. Liegenbleiber, weiter Richtung Thunder Bay. Genau, wir fahren doch bei Thunder Bay vorbei, ne? War doch so, oder? Kann gut sein. Ich hab keine Ahnung. Oh, wir müssen sogar tanken. Da wir garantiert. Wir schaffen nur noch 317 Kilometer. Das schaffen wir nie im Leben. Bis nach wo fahren wir denn hin? Nach Louisville, Kentucky, genau. Schafft man niemals bis nach Louisville, deswegen würde ich sagen, tanken wir nochmal hier in Kanada. Und ja, haben dann hoffentlich reicht das dann aus bis nach Louisville. Direkt weiter, dann können wir auch direkt hier halten. Oh Gott. Das war schon wieder fast knapp. 4,2 Dollar. Gut, dass wir nicht dafür zahlen müssen. Noch nicht. Das kommt noch. Wunderbar, dann gucken wir mal, wie lange. 1200 Kilometer, wir müssen nochmal tanken. Okay. Dann tanken wir einmal in dieser Folge und einmal in der nächsten Folge. Wunderbar. Wunderbar, das ist doch perfekt. Das ist, glaube ich, auch unsere erste wirklich lange Tour oder die erste deutlich längere Tour. Das ist deutlich längere Tour. 2000 Kilometer, das ist ja eigentlich immer noch
für kanadische Verhältnisse immer noch ein Kurztrip. Schon wieder ein Unfall, aber es ist diesmal ein etwas größerer. Oder, ja, oh, von daher ist eigentlich immer noch, das ist auf alle Fälle schon mal die längste Tour bisher. Auch wenn wir wirklich schneller fahren können, ich meine, wir können jetzt in diesem Fall aktuell, können wir gerade 20 Kilometer pro Stunde schneller fahren als in Europa. Also jetzt, gut, ja, als in Europa. Tausend Kilometer pro Folge ist vielleicht für diese Verhältnisse doch noch ein bisschen wenig. Vielleicht kann man es auch erhöhen auf 1250. Wobei, je weiter wir dann nach Amerika fahren, desto langsamer wird es dann ja auch für uns. Mit 55 Miles per Hour, gut, 80 ist natürlich. Wir fahren gerade 60 Miles per Hour, aber gut. Hm. Ah, doch, ist halt doch schon ein bisschen vergleichsweise schneller als in Europa. Vielleicht kann man überlegen, ob Europa dann 1000 Kilometer und Amerika, also in American Truck Simulator, dann 1250 oder so. Mal schauen. Wir machen jetzt erstmal so, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie weit bis nach Milwaukee ist. Werden wir dann gleich sehen, wenn wir in Milwaukee halten. Dann können wir mal schauen, wie so eine Folge lang wäre mit um die 1000 Kilometer. Genau wie viel es genau sind, werden wir dann halt sehen. Retarder drin, deswegen wir benutzen einfach nur die Cruise Control. Hätten wir einen Retarder drin, wäre das natürlich noch besser. Eventuell, je nachdem, wenn es wirklich noch deutlich hügeliger wird als jetzt, müssen wir eventuell überlegen, die Cruise Control auf 100 km pro Stunde zu setzen. Boah, das mit dem neuen OBS-Update, das ist ja schon verwirrend, aber das ist echt nice, dass man jetzt da diesen Aufnahme, den roten Aufnahme-Button hat. Also das heißt Button, Kreis hat. So. Geht's jetzt ab nach Amerika rein. Sprich, erstmal Border Crossing. $0, das ist aber eine, boah, das ist eine grandiose Maut. Die will ich immer zahlen. Wie, ich muss was zahlen, wenn wir einen eigenen LKW haben. Das wäre belastend, aber wird es wahrscheinlich nicht so sein. So, wir sind dann jetzt in in Amerika angelangt. Ach ja, dann müssen wir vielleicht nochmal das System umändern. So, Navi ist umgestellt. Auch wenn man noch nicht, was die Map betrifft, im Meilendings sind, sondern immer noch im Kilometer, in der Kilometerzone so gesehen. Aber wir befinden uns jetzt in Amerika. 1000 Meilen. Haben wir noch. Wir verändern dann, also wenn wir dann angelangt sind in Milwaukee, dann gucken wir nochmal,
Dann switchen wir nochmal im Navigationssystem um und schauen danach, wie das denn so ist. Wie viel Kilometer wir zurückgelegt haben. Roundabout. Einfach so aus Neugierde. Jetzt habe ich gerade ordentlich bergab. Aber wo es bergab geht, da geht es auch wieder. Ah ne, andersrum. Aber in diesem Fall geht es dann auch bergauf. Ich bin mittlerweile sogar 70 Miles per Hour fahren. Wir sind immer noch auf der LKW-Geschwindigkeit, von daher werden wir auch diese 70 Miles per Hour einhalten. Egal ob es in Realität so ist oder nicht, wir gehen halt quasi auf das Mapping und vertrauen einfach mal, also in Anführungszeichen vertrauen wir da drauf. In zukünftigen Seasons werden wir uns dann natürlich auch, dementsprechend, wo es dann aktuell gehalten wird, auch dann setzen wir das hier den Realismuspegel noch mal eine Stufe höher. So gut es geht. Oh Gott. Natürlich verengt es bei mir. Oh ja. Eieiei. Okay, das Schild haben wir mitgenommen. Safe Call. Zum Glück ist es nur auf dem LKW gegangen und nicht auf die Fracht. Fängt ja schon mal gut an. Gut los. Ja, die Frage ist jetzt, wir sind bis 100 Meilen gefahren. Weit, okay, wir sind jetzt gleich bei Dallas. Moment, wir hätten noch in Dallas rausgemacht. Ah ne, wir fahren mit Dallas genau dran vorbei. Oh, hoppala. Das heißt, wir fahren ja jetzt schon mal an einem Händler vorbei. Ist es der Peterbilt-Händler? Ich glaube, das müsste der Peterbilt-Händler. Also, egal, wir müssten, soweit ich mich erinnere, den Peterbilt-Händler aufdecken, damit wir den Mac bekommen. Wie es in, was ist die Fort Dallas? Nur Dallas, ich weiß nicht. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr. Aber werden wir länger sehen. Ein Stückchen haben wir ja noch. Aber auch wieder schön hier mit den ganzen Oldtimern. Das ist kurvig.
immer noch machbar mit der Geschwindigkeit, die wir fahren. Denn 70 Miles per Hour. Ich finde keine Gerade. Oh, yeah, yeah. So, jetzt aber jetzt ist es interessant. Die Kurve war doch noch anders als gedacht. Wir so langsam. Wieder abenteuerlich hier. Wir müssen auch langsam schlafen, habe ich das Gefühl. Wir werden immer müder. Wir müssen uns links einordnen und das allererste Mal in Delft. Warum es auch immer hier so sandig ist. Das kann ja nur eine Stadt aus Kalifornien sein, Dallas, also vom Prefab her. Warum sonst sollte es hier so sandig sein? Oder, ja gut, Kalifornien, eigentlich alles standardmäßige. Hat auf alle Fälle Ähnlichkeiten mit den, starke Ähnlichkeiten mit den kalifornischen Standardstädten. Leider. Ich bin mal gespannt, was wir gleich aufdecken. Hoffentlich den Peterbilt hinter. Peterbilt, perfekt. Dann können wir auf alle Fälle nach der nächsten Folge gucken, wie viel der LKW kosten würde. Warum der Peterbilt in klein? Muss ich nicht verstehen, ist so einig. Hm? I don't get it. Bakers fehlt, was so ähnlich ist. Ich weiß schon nicht mehr. Aber schön hier mit der Brücke. Das ist aber, glaube ich, von der anderen Seite ziemlich eng. Wobei es ja einiges doch dann nach oben. Hier fehlt definitiv ein bisschen. Ja, zumindest in dieser Version vom Printlake-Bus noch behoben. Also war vor allem jetzt vielleicht mit Sicherheit was schon behoben. Welcome to Wisconsin. Ein bisschen zu früh hier runtergeschaltet.
von Delph ist es auch nicht mehr so weit. Von Delph, genau, von Delph ist es auch nicht mehr ganz so weit. Das sind auch ein ganz schönes Stückchen. Gut, dann fahren wir erstmal auf dem. Ist das ein Freeway? Ich glaube schon, oder? Ist das eine Interstate? Oh, doch ein Highway, ich habe keinen. Ne. Aber davon jede Menge. Berge, die machen wir dann fertig hier. Das ist auf und ab und hoch und runter und wieder runter und wieder hoch. Da kommt nicht nur der Truck ins Schwitzen. Eventuell ist es sogar so gut getimt, dass wir auch wirklich in. Fahren wir nochmal hin. War das Milwaukee oder war das. Ja, Milwaukee glaube ich. Oder war es Milwaukee? Ich glaube, es war Milwaukee. Ich glaube, das passt sogar ziemlich gut, dass wir dort auch wirklich uns aus dem Ohr hauen. Wir werden. Wann erwartet? Am Sonntag. Sonntag gegen Mittag, ja, das passt dann ja. Also schlafen müssen wir sowieso, von daher zeitlich gesehen passt das eigentlich ganz gut. Ja, ist auch glaube ich ganz gut weit, auch ganz, ganz gut weit entfernt, genau. Ganz gut entfernt. So als Mittelpunkt, weil wir haben halt immer noch ein bisschen zu fahren. Und wir können ja knapp 12 Stunden fahren. 12 Stunden, ich muss mal drehen. Da waren das Wort 13, ich weiß gar nicht mehr. Und das passt dann ja zeitlich von der verbleibenden Strecke. Wir kämpfen uns wieder den nächsten Hügel hoch. Auf jeden Fall noch mal ein bisschen kurviger. Während die Sonne langsam zu unserer Rechten untergeht.
Ja. Also ihr könnt euch auf alle Fälle darauf freuen, ich mich auch, dass es dann in der nächsten Season, ein anderes KI bzw. AI Traffic Trailer Pack gibt, weil dieses oder eventuell oder je nachdem, ob das in einer späteren Version besser bearbeitet wurde oder überarbeitet wurde, dass es nicht ganz so überbelichtet ist. Die ganzen weißen Trailer und so. Und die roten Trailer. Die blenden ja mehr als die Sonne. Weil das stört halt doch schon ein bisschen. Oder es gibt ein anderes Traffic Pack. Für die Trailer. Die halt auch US-amerikanisch sind, das macht natürlich am meisten Sinn. Oder halt US-Trailer oder US-Kanada-Trailer, je nachdem, wie die Season sein wird. Das gerade so war. Oh, fährt man doch mal. Wir sind gerade bei Minneapolis vorbei. Wir sind jetzt hier. Okay, wenn wir den. Okay, schon der Highway 94. Führt zum Highway 90 und vom Highway 90 geht's dann nach Milwaukee. Sofern es Milwaukee war. Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Oh, hoppala. Ich folge jetzt nicht zu weit um die linke Spur. Können wir mittlerweile auch schon mal anstellen. Wir kommen bei der Nacht an. Gut, Sonne geht jetzt gerade erst wirklich unter. Ich meine, noch ist ein bisschen am Himmel. Also, die ist gerade am Untergehen. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll, was ich gerade mal hinten sieht, aber ihr seht das ja selbst. Sie verschwindet immer mehr am Horizont. What? 240 Meilen haben wir noch für einen Tank. Da vorne geht's dann rüber auf den Highway 9. Hold auf Interstate 90. Da sind wir schon fast bei Milwaukee. Perfekt. Das trifft sich, glaube ich, sehr gut, denn lange können wir nicht mehr. Wir nutzen das quasi in diesem Fall gerade komplett aus. Die Zeit, die wir fahren können.
mal mit der Motorbremse runter. Dann sollten wir genügend Geschwindigkeit verlieren. Um hier schön die Kurve mitzunehmen. Was auch ein bisschen wenig Sinn macht, dass wir die Kurve so gut mitgenommen haben, weil die KI natürlich die KI alter anders fährt. Künstlicher halt. Vorteil, dass es jetzt gerade in Realtime 18 Uhr oder knapp halb sieben ist. Sondern ist mittlerweile nicht mehr ganz so am Blinden auf dem Monitor, dass ich jetzt auch tatsächlich auf dem Monitor mit OBS fahren kann, ohne den Kontrast höher zu stellen. Aber auch keinen Grund, jetzt noch hier zu rasen. Bisher sollten wir aber noch die vollen 50.478 Dollar bekommen. Fällt gerade auf, dank der To-Do-Liste sollte ich eigentlich nicht vergessen, dass ich da eine Infokarte einblende. Wäre gelacht, wenn ich es vergessen würde. Oder wäre schon blöd gelaufen. Aber besonders blöd gelaufen in diesem Fall, wenn ich jetzt auf die To-Do-Liste schreibe, muss ich mir jetzt merken, dass ich gleich auf die To-Do-Liste schreibe. Dass ich morgen dann die Abstimmung reinklatsche. Also, die Abstimmung gab es ja bereits, oder die ist ja schon drin, aber für mich wäre das in diesem Fall so oben. Mir fällt gerade auf, ich habe verdacht, dass ich ja das Ganze nicht einen Tag vorher aufnehme, sondern zwei Tage vorher. Das ist mir jetzt mal so gerade im Nachhinein aufgefallen, dass ich gerade am Anfang der Folge ein bisschen mich um einen Tag vertan habe. So, Milwaukee. Milwaukee war es tatsächlich. Der Fahrer wird, oder ich werde langsam müde. Aber wir sind ja auch bald da. Alles halb so wild. Wie gesagt, in Milwaukee schauen wir mal nach, wie viele Kilometer wir jetzt hingelegt haben. In dieser Folge. Also am Ende der Folge gucken, wie viel wir ungefähr hingelegt haben. Wir sind ja knapp mit 1934 gestartet. Und wir sind jede Menge gefahren. Das haben wir natürlich auch nicht vergessen. Ich meine, es waren 1200 Meilen. Wir haben jetzt, wir sind in Milwaukee und haben über 700 hinter uns. Demnach dürfen wir so bei knapp 1300 Kilometern, knapp 1300 kommt das hin. Wir werden es nicht sehen. Sprich, wir werden dann, also wenn es 1300 Kilometer sind, wenn ich jetzt einfach mal theoretisch rechne,
hätten wir dann noch 600 Kilometer zurückzulegen. Bis, ja, über Umwege bis nach Louisville. Warum auch immer die gerade so geschlichen sind. Kann man machen, kann man aber auch sein lassen. Ja, ich hau mich eigentlich hin. Guck mal, wir sind ja schon da in Milwaukee. Beziehungsweise wir sind jetzt beim Highway Kreuz um Milwaukee rum oder drumherum so und sind dann auch bald schon in der Stadt. Weiter geradeaus nach Milwaukee. Wir nehmen die Cruise Control noch raus. Ja, wir müssen ja sowieso gleich bremsen. Ich bin gespannt, ob Milwaukee so ein bisschen an Montreal angelehnt ist. So vom Prefab-mäßigen her oder. Dieser Abschnitt kommt mir aber auch bekannt vor. Wo war denn nochmal? Der war auch in Kalifornien, glaube ich. War das in der Nähe von Las Vegas oder Arizona? Ach, Las Vegas oder dem anderen da? Ja, es ist auf alle. Ja, ich glaube, es ist sogar Las Vegas. Es ist Las Vegas. Ja. Ist halt gut, ne? Man muss halt bedenken. Es ist halt deutlich mehr Arbeit, das eigener zu gestalten als in Copy and Paste, aber vor allem auch in dieser Scale. Aber ist halt schon ein bisschen schade. Ich komme da nicht rum, das sage ich dir jetzt, wie es ist. Bin ich so dicht weiter dicht nach vorne? Nee, bin ich nicht. Fahr doch einfach. Ins Knie. Diese Cops, ey. Da fehlte nix. Weil vielleicht hat es einfach nur Ähnlichkeit mit Las Vegas, kann natürlich auch sein. Vorbei und dort ist auch unsere Schlafgelegenheit. Das Hotel, ne? Ja. Danke fürs Vorlassen. Ist nicht so, dass ich mich vorgedrängelt hätte, aber. Sag jetzt nicht, ich könnte hier schlafen. Ich dachte, ich kann nur hier hinten schlafen. Oh Gott.
Ja, dann schauen wir mal nach, wie viele Kilometer das jetzt waren. Okay, es waren 1200 Kilometer. Das ist schon mal gut zu wissen. 1200 Kilometer haben wir jetzt zurückgelegt. Ja, wir schlafen dann jetzt hier und in der nächsten Folge geht's dann weiter, beziehungsweise geht's dann wirklich richtig los mit der Stadtrundfahrt, oh, mit der Städtetour. Und dann fahren wir durch, ja, drei Städte, glaube ich, und gucken da, was es dort für Händler gibt. Brauchen wir es mal nicht mehr wirklich, aber gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen euch dann im nächsten Video wieder. Von American Vaccine Master Staffel 3 Reloaded oder von American Vaccine Master Staffel 2 Reloaded oder einem anderen Video hier auf dem Kanal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.